Hi, hallo und herzlich willkommen heute zu einem BP Swiss Tools VDE Schraubendreher Spezial. Aufmerksame Zuschauer meines Kanals wissen, dass wir im Moment den weltbesten VDE Schraubendreher suchen und dazu laufen auch einige Videos und Gewinnspiele. Auch heute haut der Toolboy wieder einen raus und zwar diesen tollen mit dem Red Dot Award für Design ausgezeichneten Schaltschrankschlüssel von BP Swiss Tools. Der hat nicht nur ein Bit dabei, sondern hier auch verschiedene Steckschlüsseleinsätze. Wenn ihr den gewinnen wollt, dann müsst ihr dieses Video kommentieren. Alle Gewinnspiele und alle Bedingungen zu den Gewinnspielen findet ihr unten auch in einem Link auf der Homepage dann. Und zwar möchte ich in einem Kommentar von euch wissen, was gefällt euch denn so gut an den BP Swiss Tool Schraubendreher und was Vor- und Nachteile seht ihr, was gefällt euch vielleicht nicht so gut, was kann man besser machen. Und dann werde ich im Verlauf der Sendung noch einen Hashtag nennen. Und wenn ihr mir den mit an den Kommentaren hängt, dann werdet ihr bei der großen VDE Schraubendreher Tombola, der Termin wird noch auf der Homepage bekannt gegeben, dann mit einbezogen und habt die Chance auf den Gewinn. Lange Rede, fast keinen Sinn, schon kann es losgehen, sage ich immer, nichts riskieren, abonnieren. Heute geht es um die tollen Schraubendreher, VDE Schraubendreher von BP Swiss Tools. Und ein Video, das verlinke ich euch ja hier, von BP Swiss Tools, das habe ich ganz früh gedreht und habe mich riesig gefreut, dass die das kommentiert haben. Ja, da war der Toolboy noch ein winzig kleines Lichtlein im YouTube-Universum. Jetzt ist er nur noch ein ganz kleines Lichtlein. Und da ging es darum, aus was denn diese tollen Griffe hier bestehen. Ich weiß es jetzt. Das ist Cap, Zellulose, Acetobutyrat, ein Biopolymer. Und das ist nicht toxisch für den Menschen. Er hat eine hohe Festigkeit, ist hart und zäh und ist ein ganz toller Werkstoff für diese Schraubendreher, die es hier gibt. Und weil ich ihn gerade in der Hand habe, das hier ist ein Phasenprüfer und ein ganz spezieller, weil der ist nämlich von BP Swiss Tools und ihr sagt immer, oder einige von euch sind der Meinung, das wäre ein Lügenstift, aber wir haben hier eine Bedienungsanleitung mit dabei und da sieht man, auf was es auch ankommt. Als erstmal Sichtkontrolle, geht das Glimmlämpchen dann nicht an unter Spannung stehenden Teilen arbeiten. Das ist nur in einem bestimmten Bereich einsetzbar, und zwar von 110 bis 250 Volt bei 5 bis 500 Hertz und bei minus 10 bis 59 Grad. Es dürfen nicht feucht sein, man muss geerdet sein und vieles mehr. Und dann wird es auch nicht zum Lügenstift. Ja, das zeichnet die Firma BP Swiss Tools aus. Die gibt es nämlich schon seit 145 Jahren. Und das ist eine History of Ambition, schreiben die auf ihrer Homepage, habe ich heute nachgeschaut. Und ihr Credo ist Work with the Best. Und ja, das kann gut sein, dass hier vielleicht schon die besten VDE-Schraubendreher, die es gibt, auf der Welt vor uns liegen. Die haben nämlich eine lebenslange Garantie und sind 100% Swiss-made. Das ist auch schon ein Qualitätsmerkmal. Und für unsere englischen Zuschauer ist die Sustainability and Business Excellence, also die nachhaltige Entwicklung dieser Schraubendreher, wichtig. Und da habe ich euch in meinem Video ja schon etliche in verschiedenen Farben nicht VDE vorgestellt. Könnt ihr mal gucken, ist verlinkt. Und heute geht es um die ganz besonderen VDE-Schraubendreher. Und die haben einen neuen Satz mit Wechselklingen auf den Markt gebracht. Und in einem der ersten Videos, wo es um diese VDE-Schraubendreher hier geht, da habe ich euch schon ein paar verschiedene Marken gezeigt. Und habt ihr gesagt, du hast noch viel zu wenig von BP Swiss Tools. Und ja, Correcto Mundo, jetzt habe ich ein paar mehr und über die soll es jetzt gehen. Ich weiß, dass zum Beispiel der Elektrograule aus Nördlingen für seine Elektroinstallateure und Obermonteure nur diese tollen VDE Slim Schraubendreher zur Verfügung stellt. Da sind die im Feld unterwegs damit und die habe ich schon gesehen, die sind richtig gut beackert und bearbeitet, die halten ganz lange, da kann man dann die Schrift nicht mehr lesen und der Griff ist gut abgegriffen und so, ist ja klar, wenn man jeden Tag damit schraubt. Aber die schwören da drauf, das weiß ich. Und ich habe auch noch welche gefunden, und das sind die hier mit dem runden Griff. Ja, und da ist es halt wichtig, weil wir wollen herausfinden, was ist denn für euch besser. Hier kommt natürlich in die engen Bauräume besser rein, aber der runde ist natürlich vielleicht ein bisschen ergonomischer. Und wir haben herausgefunden, ja, ist die Länge
entscheidend für euch, damit ihr überhaupt den Koffer reinpasst, ist eigentlich die Länge gar nicht so entscheidend, auch wenn wir in einem Schaltschrank arbeiten will schon wieder. Und deswegen könnte auch sein, dass diese Slim-Variante bei euch so beliebt ist, ja, weil wenn es da eng zugeht, kommt man einfach besser zurecht. Da steht auch überall oben Swissmade und was es ist und dass der nach IEC 60900 geprüft ist und dass man mit dem an bis zu 1000 Volt Wechselstrom oder 1500 Volt Gleichstrom arbeiten kann. Die hier sind leicht abgesetzt, aber relativ schlank und die neuen gibt es auch als ganz slim. Die sind wirklich eingelassen und die haben eben einen Griff und das zeichnet dieses Set aus. Die wiegen insgesamt mit diesen Klingen, das sind dabei zwei Pozzi, drei Torx und drei Schlitzklingen, 293 Gramm. Und er kommt hier in so einer tollen PVC-beschichteten Polyestertasche. Das stecken wir vielleicht nachher alles nochmal hier rein, dass ihr seht, wie kompakt es ist. In so einem schönen Graublau, wie ich finde. Also das macht was her. Die haben früher immer so Kunstledertaschen gehabt. Hier habe ich auch noch eine, die ist auch nicht schlecht. Und da ist auch so ein Cap-Schraubendreher mit Radschäfer. Um das soll es gar nicht gehen. Die sind schon ganz nice, weil da hatten wir immer alles in einem Set parat. Also die finde ich auch gut. Und die verpacken das auch. Und zwar nicht den Kunststoff, sondern kommt immer in so einer tollen Kartonbox. Ja, das sieht ihr, die 5218 SU. Finde ich, macht auch was her. Und ach, kann ich euch auch noch zeigen. Ja, die haben mir ein paar Aufkleber geschickt. Schraube locker. Ja, da können wir sie jetzt festziehen mit diesen tollen Geräten. Und bei den Wechselklingen ist halt so, die haben diesen Slim-Griff hier. Den schlanken, nicht den ergonomischen und in denen passen dann die Klingen hervorragend rein. Die stehen auch ein bisschen über und das sind die relativ kurz. Ja. Also das sind, hier sind die Torx, die sind auch farblich gekennzeichnet. Ist das wichtig für euch? Die haben hinten kein Durchsteckloch. Dafür ist der Kunststoff so ein bisschen weicherer Natur. Das finde ich ganz gut. Und ja, die gibt es wie die anderen auch. Ja, da gibt es die Philips noch in Gelb, in dem gleichen Farbcode. Schwarz ist immer der Schlitzschraubendreher und grün halt Pozzi bei Baby Swiss Tools. Das steht auch auf der Klinge von Eisen zum Beispiel hier noch mit oben, sind toll gekennzeichnet. Und die sind halt ganz neu jetzt, habe ich erst seit ein paar Tagen bekommen. Und man darf diese Wechselklingen auch nur mit dem Griff benutzen, nirgendwo anders, selbst wenn sie passen sollten. Dann glaube ich, ist das doch vielleicht ein super interessantes Set für euch, wo ihr Gewicht spart und Platz spart, wenn ihr unterwegs seid, ne? Wenn ihr auf den Baustellen tingelt. Und deswegen wollte ich euch die unbedingt zeigen und nicht vorenthalten. Und jetzt nochmal, was haltet ihr von den Schraubendrehern von BP Swiss Tools? Ich meine, das ist der Goldstandard. Ja? Da gibt es nicht viele, die drüber sind. Aus eigener Erfahrung weiß ich, mit denen kann man gut arbeiten. Und vielleicht kann man da gar nicht mehr so viel besser machen. Aber ein bisschen Luft nach oben ist ja immer. Und deswegen sage ich danke fürs Zuschauen. Wenn ihr so lange durchgehalten habt, dann lasst ihr mir bestimmt ein Like da. Und wenn ihr noch den Kanal nicht abonniert habt, dann schafft ihr das auch noch. Der Hashtag ist nicht Schraube locker, sondern BP Swiss Tools natürlich. Danke fürs Zuschauen und bis bald.